Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Zeig mir Eurex. Da sind, glaube ich, noch ein paar Schicker dabei, die wir uns mal angucken im Discord. Let's go! Wir haben Alex als erstes. Alex auch sehr platzsparend wieder gebaut. Bavarian Simtech Lenkrad. Wild. Schönes Rig. Klein, kompakt, geil. Das finde ich schön, Alex. Das ist richtig geil, Alex. Archangel. Was haben wir denn mal? Archangel. Oh, das steht neben dem. Das sieht so aus, als wenn das immer. Tatsächlich, das steht auf Rollen, das wird immer weggerollt. Wenn gefahren wird. Oh, das ist ja interessant. Mit einer Sim Magic dran? Ist das eine normale Alpha? Ja, sieht so aus, wa? Müsste man mal lesen. Alpha ist sogar eine Ultimate. Ui, und das hält da dran? Krass. Das finde ich. No-Pedale sind da dran. Kabellage ist so prepared, dass man die immer an- und abmachen kann, wahrscheinlich. Alles auf Rollen drauf. Geil. Das ist auch nicht schlecht, Archangel. Archangel heißt das. Archangel, Junge. Der Meister. Oh, der Meister war. Der Meister war mal der Meister. Röhrig. Da wurde simpel angefangen. Ich habe so das Gefühl, das wächst noch. Das gedeiht noch. Auch sehr viel Holzarbeiten hier. Ich glaube, da arbeitet jemand gern mit Holz. Okay. Wilde Konstruktion, aber geile Konstruktion. Das wurde scheinbar irgendwann mal ausgetauscht hier. Ich meine, warum nicht? Ja, das sieht so aus, als wenn hier irgendwann mal umgebaut wurde auf wir machen jetzt, wir committen jetzt in Racing rein. Mit Holz. Geil. Das sieht richtig gut aus. Und alles auch hier so, wie sagt man, modifizierbar. Geil, das ist richtig cool. Das ist so DIY. DIY in cool ist das. Muss man einfach sagen. Das ist DIY in cool. Mit minimalen Mitteln das Maximale rausholen. Das finde ich geil. Nicht schlecht, Meister. Schöne Arbeit. Mein alten Schreibtisch, Platte, irgendwie, 5 oder 6, okay, cool. Banani, was hat denn Banani gemacht? Letzte Nachrüstung, Simbrick Motion System. Okay, auch klein, kompakt und schön. Nehmen wir nochmal was von der Seite, tatsächlich. Ah, hier wird im F1-Style gefahren. Oh, hier ist aber auch eine Menge dran, ne, an dem Ding. Das sieht wirklich schön aufgeräumt aus. Fuck your memories, fuck your fake, feelings and... Okay, sorry YouTube. Das wollte ich nicht sagen. Das stand an der Wand. Aber Banani fährt Formel 1. So wie es aussieht. Das ist echt schick. Formel 1 Style. Lucane Payne. Was haben wir denn bei Lucane Payne? Oh ja, Lucane Payne hat auch ein bisschen mit Holz gearbeitet. Oh, DTM. Okay, was hat Lucane Payne denn alles so gebastelt hier? Das ist doch geil. Kannst du sagen, was du willst? Auch wieder aus minimalen Mitteln das Maximalste daraus geholt. Geil. Schön. Oh, hier sogar mit Dings unten drunter mit Rollen zum Wegschieben. Im Wohnzimmer. Ah, geil. Das finde ich richtig schön. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Nee, das ist irgendwann aus Versehen mal explodiert. Ich habe nichts gesagt. Lucane hat geupdatet. Wow. Ja, Lucane hat ein bisschen sehr hart geupdatet. Holy moly. Alrighty then. Jo, hier wurde auf jeden Fall sehr geupdatet. Oh, hier wurde ja wirklich richtig viel umgebaut. Wow. Buttons, Display, LED. Was ist das alles zum An- und Ausmachen? Okay. Boah, der ist ja richtig fancy. Das, okay, Lucane hat sich ein bisschen Mühe gegeben. Jo, hier wurde sehr viel geupgradet von hier. Und auch sehr viel DIY gemacht. Krass. Schön. Ey, Lucane. Fantastische Arbeit über die Jahre. MPRL. Was haben wir denn mal? MPRL. Der Neid spricht aus mir. Der Neid spricht aus mir. Das habe ich schon mal bei... Oh ja, der Neid spricht aus mir. Das habe ich schon mal bei Instagram bekommen.
Ja, das Rig ist, das ist noch, das ist ein anderes Level. Das ist einfach so eine krasse Konstruktion hier. Das ist auf jeden Fall eine sehr krasse Konstruktion. Boah, das würde ich niemals machen, ein Regal an die Wand. Und dann den Rechner drauf, das würde ich mir nicht trauen. Das ist schon ein schönes Rig. Das ist wirklich ein sehr schönes Rig. Aus Kanada importiert, der Bums. Alles schön verkabelt, alles ordentlich, alles sauber und aufgeräumt. Das ist schon richtig schick. Das ist schon wirklich sehr, 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 sehr schick. Nike. Nikexi? Oh. Adrian. Machen wir Adrian. Das ist einfach Adrian. Was hat Adrian denn hier? Zeig mal Adrian. Oh, Adrian hat auch ein, zwei kleine Platzprobleme. Man kennt's. Gerade an der rechten Seite, aber auch Triple Screen. Angenehm beleuchtet. Auch wieder in der Dachschräge. Oh. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das sieht auch nicht schlecht aus, das Rig. Okay. Sogar zwei getrennte Loops. Nicht schlecht, Herr Specht. Schöner, also Adrian. Macht das Zahnrad weg, der muss einer reinzappen, dann geht's weg. Was haben wir denn hier? Stabex. Sind die Bremsen modifiziert? Ich glaube ja, oder? Ach, guck mal, das ist ja auch so eine Konstruktion wieder für unter den Tisch. Geil. Können wir das nochmal... Oh, nice! Ah, ich finde das schön, dass Leute so erfinderisch sind und werden. Geil. Schön den Playseat unter so eine, was ist denn das, Kommode? Schreibtisch? Kinderschreibtisch gestellt? Geil. Das finde ich cool. Das finde ich wirklich cool. Herr Frosty. Was haben wir denn bei Herr Frosty? Okay, das sieht auch schon sehr aufgeräumt aus. Das Next Level Racing Rig ist mit dran. Computer auch wieder richtig in fancy und schicky. Alrighty. Schön noch eine Buttonbox dran. Mosa. Das ist eine R16, glaube ich, ne? So wie es aussieht. Ja. Aber auch wieder mit minimalen Platz das Maximalste rausgeholt. Geil. Das ist auch ein sehr schönes Rig von Frosty aus Next Level Racing. Alrighty. Mac Cloud. Das ist auch schön eingeteilt hier. Ist auch wieder clever gemacht. Aus wenig Platz viel rausgeholt. Ja, schön in die Ecke gestellt, das Ding. Das ist richtig schick. Das gefällt mir. Oben noch ein Dashboard reingebaut mit einem Tablet. Das ist geil. Oh, ist eine R21 gewesen. Das ist auch schön geworden hier. Was haben wir denn hier? Herr Kuhn. Herr Kuhn hat die beleuchtete Nordschleife. Das ist quasi für jeden Simracer ein Muss. Oh, warte, das wollte ich nicht. Das ist wirklich, also das mit der passiven Beleuchtung hier oben, ganz, indirekte Beleuchtung heißt das, glaube ich, ne? Oh, ihr habt alle so schöne aufgeräumte Buden, ne? Mager, so aufgeräumt und ordentlich und schön. Ah, holte Phone. Da steht noch, ach nee, das ist der Computer. Das ist der Computertisch. Das ist der Computertisch, okay. Ich wollte gerade sagen, okay. Aber das sieht auch sehr schön aus. Sehr aufgeräumt, alles ordentlich. Ordentlich verkabelt auch alles. Das sieht richtig, richtig schick aus hier. Das sieht wirklich fantastisch aus. Aber was mich persönlich ein bisschen stören würde, ist, dass das hier nicht so durchgezogen ist nach oben. Komplett so dunkel. Aber gut, das ist ja auch Geschmackssache am Ende, ne? Ah, hier hat sich jemand das Dings nachgebaut. Die Evil DED. Lean, was haben wir denn bei Lean? Lean hat diese Schläuche sich reingedrückt, okay. In die Nuden, so wie es aussieht, war aber auch geil, so von der Beleuchtung. Das wäre mir persönlich ein bisschen viel Beleuchtung, aber geil. Oh, Bass Shaker sind auch mit dabei. Nice, nice. Boah, ihr habt alle so krasse Winkel in den Lenkrädern. Das sieht aber auch schick aus. Jawohl. Team, ich habe keinen 3D-Drucker, aber ich muss es irgendwie festmachen. Da kommt er.
der alte Kabelbinder. Das sieht doch auch geil aus. Sag ich, wie es ist? Es ist total simpel, aber geil. Es ist total simpel, aber geil. Und diese Schläuche, die in den Nuten reingehen hier, richtig schön. Also das werde ich, wenn ich irgendwann mal nochmal umbauen sollte, also in der nächsten Version, werde ich das auch machen. Das finde ich total geil, dass man die da reinmachen kann. Das ist wirklich richtig cool. Hier, da sind die Dinger. Die kannst du richtig darin poppen. Schön, ist geil. Oh, sogar mit Wind dran und allem Pipapo. Fancy, fancy, geil, schön. So ein Windding könnte man wirklich mal überlegen. Was haben wir denn hier? Herr Kuhn hat nochmal irgendwas gemacht. Moment. Oh, das war der Werdegang wahrscheinlich, ne? Von, wir sind hier gestartet. Moment mal, kannst du Fußball steuern mit dem Rig? Das ist ja richtig fancy. Gilt das schon unter Sportwetten dann? Ah ja, guck, aber das ist jetzt wahrscheinlich dann das Upgrade. Von hier dann später, genau, zu dem. Ah! Da wurde dann scheinbar noch eine Tapete reingezimmert. Oh, das ist wirklich ein schönes Zimmer. Das ist ein schönes Zimmer und eine tolle Arbeit, sage ich, wie es ist. Ist ein sehr, sehr schönes Update. Muss man einfach sagen. Fantastisch. Und an alle Leute von YouTube, wenn ihr eure Rigs in den... Ja, kommt einfach ins Discord und postet es auch in den Channel. Aha, guck mal. Hier sind wir bei Syndicate. Da ist er. Oh, Syndicate hat sich so ein paar Strecken an die Wand gemacht hier, ne? Och, schön, noch eine Pflanze oben drauf. Das ist geil irgendwie, das fühle ich. Das finde ich schön. Aber ist auch wieder mit minimalem Platz das Maximalste rausgeholt. Auch mit Windsimulator, Buttonbox, alles dabei. Das sind VS-Pedale, so wie es aussieht, ne? Oh, hier sogar, die sehen 3D gedruckt aus, die Pedalkappen oben drauf. Oh, okay. Ja, das ist ja richtig geil. Guck mal, schön hier so gediegen, alles aufgeräumt. Und dann hier drüben noch das Rig dann dazu. Das ist doch richtig schick. Aber hier wurde auch VR ge... Nee! Oh, das ist ja auch wieder so eine coole Lösung mit, ich schiebe den Monitor einfach rüber, damit ich nicht 3000 davon brauche. Ah, das ist ja richtig cool. Ich feiere das total, dass die Leute das so machen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass Stream Syndicate einen 3D-Drucker hat. Oh, das ist ja richtig cool. Das finde ich nice. Das finde ich wirklich, wirklich nice. Das ist sowohl funktional als auch schick. Und ich beneide Menschen, die das immer so hinkriegen. Weil da hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt auf Stream Syndicate. Geiles Rig. Wirklich geil. Das finde ich schön. Ja, an der Stelle, Dankeschön, dass ihr die ganzen Rigs immer einsendet und mir sozusagen die Möglichkeit gebt, mir auch Inspiration zu holen und auch anderen Leuten die Möglichkeit geben, sich Inspiration zu holen. Wenn ihr auch mit dazu kommen wollt, dann schaut gerne auf dem Discord vorbei. Da gibt es einen Channel, der heißt Zeigt mir eure Rigs. Da könnt ihr eure Rigs gerne reinposten. Und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge. Wir haben mittlerweile schon so viele gesehen. Das ist wirklich total crazy, was ihr da draußen alle fahrt. Also was ihr für Lösungen findet und für ja, Ideen habt, Sachen umzusetzen, ist wirklich geil. Und vor allen Dingen, einige von euch da draußen sind irgendwie InDesign Champions, habe ich das Gefühl. Ich würde mich sehr freuen, noch ein paar davon von euch zu sehen. Das wäre fantastisch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder wir sehen uns mal im Livestream oder bei Instagram. Oder ihr guckt mal auf der Homepage vorbei. Da gibt es ja auch noch ein bisschen was nicht zu sehen. Lasst euch gut gehen. Bis zum Dancen. Ciao, Kakao.